Salut, Frau Lautern. Und der Frühling, der hat die ersten Vorboten. Es stürmt nämlich wie verrückt. Ich zeig's mal gerade. Wir sind bei Farbenhuffer. Hier vorne weht's ganz schön kräftig. Und hier sind die beiden nochmal. Wenn Sie sich schon mal kurz vorstellen. Marius Kehrer, hallo. Herr Kehrer. Und hier ist Martin Huffer, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ja, es stürmt ein bisschen, oder? Ja, es ist ganz schön windig in diesem Frühjahr. Ne? Es weht überall. Der kräftige Wind hat auch schon einigen Schaden im Saarland hinterlassen. Ne? Ja, und das merkt ihr natürlich sofort, denn das Thema Fassaden und so weiter, das betrifft euch dann auch. Ja? Wenn es mal einen Sturm gibt und so weiter, kommen die Leute einkaufen, die Handwerker bei euch? Ja, bei Strom, Sturmschäden natürlich, das muss ja immer sofort repariert werden. Ne? Okay. Das ist ja kein Thema. Ihr seid bald 100 Jahre, wann denn? Ja, das ist wirklich, das dauert gar nicht mehr so lange. Ne? Das sind jetzt noch 4 Jahre. Noch 4 Jahre, 96 ja. Jahre. Ja. Wir gehen mal rein. Das hier ist so der Bereich, wo normalerweise morgens ganz, ganz viel los ist, nämlich der Fachhandwerkerbereich. Ja. Hier kann ich aber als Endkunde auch rein. Hier ist der Profibereich. Der Profibereich. Also die Menschen, die hier reinkommen, die wissen immer ganz genau, was sie wollen. Die haben ihren Einkaufszettel dabei und das geht dann immer sehr flott. Die Beratung machen wir vorne in unserem Showroom und hier ist die Auftragsannahme und Auftragsabwicklung. So, bei euch ist natürlich meistens morgens viel los. Das heißt also, vor der Arbeit wird dann nochmal kräftig eingekauft. Ich kann bei euch alles vorbestellen. Das bedeutet also, ich muss nicht herkommen und warten, bis ich bedient werde, sondern ich kann die komplette Lieferung fix und fertig machen. Also die Handwerker müssen sich ja organisieren. Das heißt, entweder kommen die morgens vor der Arbeit, bevor sie zur Baustelle fahren, hierher, um die restlichen Waren noch abzuholen. Oder wir liefern natürlich auch direkt zur Baustelle, ganz wie es gewünscht ist. Oder wir liefern auch ins Lager, ganz normal. Ja, ihr habt einen riesen Mietpark auch. Das heißt, ihr habt nicht nur die Farben dazu, da oben stehen ganz, ganz viele Maschinen. Da seid ihr immer up to date, aber auch so ein bisschen aus Eigennutz, weil es gibt Handwerker, die erstmal die Maschine ausprobieren und dann sagen, hey, das ist ja richtig genial, was die Maschine kann, zum Beispiel Spritzmaschinen. Ja, genau. Also diese Geräte sind ja alles richtige Profigeräte, natürlich auch zum entsprechenden Preis und nicht immer hat jeder Handwerker da die passenden Baustellen dazu, sodass wir Geräte natürlich im Mietpark haben. Die können Sie dann für kleines Geld hier ausleihen, um dann die Blutlecken auch so ein bisschen, ja, genau. Und wenn jemand so ein Gerät mal benutzt hat, der gibt es ja ungern wieder her. Dafür haben wir dann die Neugeräte. So, es gibt einige Farben-Großhändler, muss man sagen. Also der Markt ist relativ umkämpft, sage ich mal so. Aber ihr seid seit fast 100 Jahren da, das spricht ja schon mal für sich, oder? Also wir sind, glaube ich, die Institution im Saarland, was Farben angeht. Ne? Hier kann jeder Handwerker alle Produkte kriegen, die er für seine tägliche Arbeit braucht. Mit dem üblichen Service dazu, das heißt Baustellenlieferung, Farbtöne nach Wunsch des Architekten, des Bauherrn. Und das alles in vielen, vielen verschiedenen Produkten, Produktarten. Alles. Das heißt, das Wichtigste ist natürlich der Fachhandwerker, der kennt sich jetzt aus. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt als Laie herkomme und stelle zum Beispiel mal eine blöde Frage. Ich habe zum Beispiel ein Holzgartenhaus. Das möchte ich streichen. Und das will ich aber vorher erstmal abschleifen, ja. Und das ist jetzt komplett runter, das heißt, ist jetzt alles abgeschliffen und es scheint richtig kräftig die Sonne drauf. Was soll ich nehmen? Na gut, eine gute, beständige Wetterschutzfarbe würde ich nehmen. Ja. Da langt eine? Na gut, auf jeden Fall immer zweimal streichen. Ja, also zweimal ist immer sicherer, auch für diese Härte halt in der Oberfläche auch zu erzeugen. Die Farbe ist wo? Wo steht hier? Zum Beispiel jetzt hier die Mischbasis von der Setterlan, Wetterschutzfarbe. Sonst haben wir die Wetterschutzfarbe eher in den anderen Regalen hinten. Also hier stehen hauptsächlich Mischbasen und halt Fassadenfarben. Okay, das heißt Mischbasen heißt, das sind, da gibt es die Möglichkeit, die nochmal einzufärben? Oder ja, genau. Was ist damit gemeint? Also diese Mischbasen, wir haben hier zwei verschiedene. Das ist einmal die Base LN, ist eigentlich Weißbase, die halt wenig Pigment dann reinkommt. Und die Base ZN, die halt nebendran dann direkt steht, wo halt mehr Pigment reinkommt. Okay, was ist da jetzt der Unterschied bei denen? Der Unterschied ist, diese LN, diese Weißbasis ist für die hellen Farbtöne. Okay. Diese ZN für die kräftigeren Farbtöne. Okay, das heißt, die hellen Farbtöne, die brauchen entsprechend mehr Weiß, ja. Mehr Weiß. Genau, okay, das heißt, die Farbpigmente sind anders. Aber es gibt Riesenunterschiede. Also es ist oft so, dass man sich dann wundert, dass also die Nachbarn, es gibt einige Nachbarn, die müssen zum Beispiel ihr Gartenhaus nur alle 5 Jahre oder 10 Jahre streichen. Und es gibt Nachbarn, die sind fast jedes Jahr dran. Was haben denn die jedes Jahr sind falsch gemacht? Ja, das ist im Prinzip ist es ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Also wenn man ein Produkt wählt
was sehr sagen wir mal, bindemittelstabil ist, also wo man hochwertige Produkte verwendet, die sind natürlich deutlich witterungsstabiler. So, jetzt ist aber so, der Arbeitsaufwand, das aufzutragen, zu applizieren, ist genau der gleiche. Immer der gleiche. Jetzt sind aber die Produkte teilweise nicht ganz billig und derjenige sagt, naja, das Produkt für vielleicht 25 Euro wird wahrscheinlich das gleiche tun wie das Produkt für 100 Euro, die verdienen einfach nur mehr dran, das stimmt nicht, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Im Prinzip sind die preiswerten oder billigen Produkte einfach nur sehr abgespeckt. Okay, einfach, das heißt? Man könnte sagen, die sind einfach nur verdünnt. Genau. Ihr habt Sickens, das ist High-End. Sickens ist die Premium-Marke des Akzo-Nobel-Konzerns. Daran orientieren sich ganz, ganz viele Hersteller. Sickens in den Sachen Forschung, Entwicklung von Farben natürlich top. Und zwar in allen Bereichen. Ob das jetzt hier unsere Lacke sind, ob das die Autolacke sind, ob das Schiffslacke sind oder Speziallacke für Windkraftanlagen im Offshore-Bereich. Ich hab vor kurzem, deswegen habe ich ihm jetzt mal ganz spontan die Frage gestellt, ich habe nämlich das Gartenhaus gestrichen und habe mir von euch Lacke geholt. Und da gab es eine Beratung und der Mann hat gesagt, naja, am besten noch einen UV-Lack noch dahinter streichen, wenn die Sonne reinkommt. Ich habe original gestrichen vor 4 Jahren und es sieht noch aus original wie jetzt. Es ist nichts passiert. Ich habe aber auch 300 Euro hingelegt für die Farbe, muss ich fairerweise sagen. Ja, also das hält jetzt noch 10 Jahre und da sieht es immer noch genauso aus. Und ich hätte wahrscheinlich in einem anderen Fall vielleicht 120 hingelegt. Zahlen ein bisschen mehr für die Farbe und sie hält und hält und hält. Ja, das ist so. Das ist so. Wenn man bessere Produkte verwendet, bessere Rohstoffe verwendet, stabilere Rohstoffe verwendet, das sieht man nachher im Ergebnis. In der Dose sieht man es nicht. Erst später. Man muss halt das Ganze auch immer auf die Dauer sehen. Ja. Also wenn man sich irgendwie ein Auto kauft oder irgendwas, kostet am Anfang ja auch viel Geld, aber das soll ja auch dann für länger sein, auf jeden Fall. Ja. Es sind doch so, es sind natürlich Fachhandwerker, die haften für das, was sie tun. Ihr habt ganz viele Fachhandwerker, die würden, ich sag mal, Schrottfarben überhaupt nicht applizieren. Das heißt, es ist oft so, ich sag mal, bei Anbietern zählt oft der Preis und da wird dann gesagt, zum Beispiel die Eimer Farbe Binder, den gibt es dann für 20 Euro oder irgendwas, wenn man die im Angebot sieht, da ist oft weniger Weißpigment drin, oder? Ja gut, wir haben das ja hier auch schon mal abgetestet, wir haben die Sachen mal gestrichen. Wenn man einmal aufmacht, da sieht man nur was Weißes drin, aber schon, wenn man die Rolle mal eintunkt und das Ganze mal auf einfach nur ein Stück Papier streicht, da sieht man schon den Riesenunterschied, das eine wird weiß, das andere halt nicht. Genau, das hier ist Novasol, auch ein ganz tolles Produkt. Novasol ist ein Top-Produkt für Holz. Es hat einen Ölanteil und bringt dann natürlich einen enorm langen Wetterschutz durch die ölige Basis. Ja, kommen wir mal auf das Thema Binder. Da weiß ich noch, ich glaube, das hier ist alles Binder, was hier ist. Binder ist was? Binder ist die allgemeine Innenwandfarbe, die halt der Privatkunde als normale Wandfarbe, Innendispersion halt versteht. Hier haben wir halt die verschiedenen Wandfarben in verschiedenen Klassen und halt die Silikon als Fassadenfarben oder halt Mineralfarben auch. Auch hier ist so, ich kann als Endkunde zu euch kommen und kann einfach viele dumme Fragen stellen, kann sagen, ich habe die und die Wand und so weiter. Ihr habt einen besonderen Service, wenn es besonders, ich sag mal, schwierig ist, zum Beispiel Sandstein, ihr kommt auch mal gerne raus, oder? Ja, also grundsätzlich dumme Fragen gibt es da nicht. Ne? Wir sind hier die Profis und geben unser Wissen natürlich gerne weiter und unsere Erfahrungen. Und letztlich warten wir ab, bis die letzte Frage beantwortet ist, damit sich jeder sicher sein kann, das Ideale für sein Projekt hier zu kriegen. Also hier gibt es einen Eimer, der kostet, glaube ich, 110 Euro. Den habe ich nämlich zu Hause angewendet. Das gute Classidur Hydrofinish. Hydrofinish ist ein Schweizer Produkt jetzt, ein absolutes High-End-Produkt. Ich habe es zu Hause. Also ja. Es ist genial. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Sehr dünnfilmig, hohe Deckkraft, die Struktur bleibt erhalten. Im Prinzip haben die hier alle Vorzüge einer Innenfarbe in einem Produkt zusammengefasst. Das Besondere ist, sie ist hoch ausbesserungsfähig. Ja? Das bedeutet, ich habe wirklich original, also ich habe eine Wand gestrichen und nach 5 Jahren habe ich mir noch einen Eimer hier gekauft, habe drüber gestrichen, habe mir gedacht, oh, da sieht man das. Und da habe ich 2 Stunden gewartet, da war kein Ansatz mehr zu sehen. Da sieht man keinen Ansatz. Die sind absolut ansatzfrei ausbesserbar, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Das ist der große Vorteil, dass man tatsächlich, wenn mal ein Malheur passiert, nimmt man einfach sein Röllchen und streicht einfach nochmal drüber und die Wand ist wieder top. Okay, das heißt, das ist jetzt der Mercedes, der Porsche unter den Farben, kann man sagen, ne? Kann man so sehen, auf jeden Fall. Also hier gibt es verschiedene Sachen, wie zum Beispiel einen Universalprimer, den sehr viele Maler auch kennen, weil der halt wirklich richtig gut ist und sehr gut haftet. Mhm. Ja, er isoliert auch Holzinhaltsstoffe zum Beispiel, ideal für Decken zu grundieren.
und dann halt mit dem Deckanstrich zu versehen. Ja, es gibt ja ganz viele Normen. Das heißt also, das EG-Recht verändert viel. Man darf nicht mehr alles machen. Zum Beispiel im Nassbereich muss man isolieren. Ja, also da sind ganz, ganz viele Dinge. Die EU-Normen betreffen jetzt alle Hersteller europaweit. Die Produkte nähern sich aneinander an. Ich meine, es ist auch ganz gut so, dass die Normen eingehalten werden müssen. So ist man sich sicher, dass es immer dass die Qualitätsstandards auch eingehalten werden. Dass man immer, wenn die Norm erfüllt ist, auch das richtige Produkt hat. Ja, ich zeig's mal gerade. Stark, oder? Ja. Wenn man das so sieht. Ja, das ist was man hier sieht. Also hier sind die Produkte der Firma Keim. Die Firma Keim produziert ausschließlich Mineralfarben. Das berühmteste Objekt, das mit Keimfarben gestrichen war, ist tatsächlich das Weiße Haus in Washington. Das mit Keimfarben gestrichen? Ja. Echt? Das heißt, eine Mineralfarbe ist was? Mineralfarbe ist eine Farbe, die halt wenig Feuchtigkeit aufnimmt, aber halt dafür Hochwasserdampf durchlässig bleibt. Ach, ja. Die bleibt durchlässig. Genau, das heißt, das Haus wird nicht isoliert? Atmungsaktiv. Okay. Ja. Sandstein würde gehen? Na gut, so Sandstein, Steinuntergründe sind dafür optimal geeignet. Ja. Also alles, was mineralisch ist, mineralische Putze, mineralische Untergründe wie Stein, ja, sind dafür eigentlich optimal. Okay, das heißt also, die Leute, die zum Beispiel einen Sandstein gestrichen haben und sich gewundert haben, am Dreivierteljahr ist keine Farbe mehr dran, die haben wahrscheinlich eine Farbe genommen, die nicht durchlässig war. Das kann gut sein, oder sie haben halt nicht grundiert, wenn der Sandstein halt gesandet hat. Ja. So, all diese Fragen kann ich ja stellen. Setta, was ist das? Setta ist einer unserer Top-Hersteller. Mit einem ganz breiten Spektrum. Also wir haben eben die Setta Innenfarben und Außenfarben gesehen und hier sind jetzt die Setta Boden. Stoffe, im Prinzip sind hier die Kleber und auf der anderen Seite hier sind die Bodenspachtelmassen. Das brauchen wir ja, für den Untergrund, um den Untergrund herzustellen, für die ganzen Laminatbelege, PVC-Belege, unsere Design-Vinyl-Belege und so weiter. So, hier vorne ist noch was ganz Besonderes. Ihr habt eine ganz tolle Maschine, die zeige ich mal gerade. Ich hoffe, sie steht noch da. Da ist sie. So, das ist San Marco. Da seid ihr auch einer der ganz wenigen, die diese Farbmischmaschine haben, gell? Ja, auf San Marco aus Venedig, ja, haben wir als, in Deutschland gibt es auch nur zwei wirklich, die vertreiben. Ja, wir sind einer davon. Vertreiben Spachteltechniken, Klettetechniken, also diese Eistientechniken, wie man sagt. Ihr habt da die Schulungen, oder? Dazu passen genau, die ja, da gibt es die Schulung, die man mitmachen kann. Da wird dann auch nach Italien geflogen und da werden dann halt auch Musterplatten und derartiges halt gemacht. Ja gut, wir haben auch viele Italiener, muss man sagen, hier im Saarland. Ja. Also die wirklich die Techniken drauf haben, bei denen glatt nicht gleich glatt ist, sondern ich glaube, die Italiener glatt, da muss es so glatt sein wie ein Babypopo. Ja gut, die haben halt wirklich, wenn man jetzt auch in der Eisdiele ist, auf jeden Fall, man sieht halt, also in der Eisdiele gibt es auch diese ganz glatten Wände, die dann halt auch gespachtelt sind oder sowas, wo man sich denkt, das ist wirklich ganz glatt, sieht aus wie ein Spiegel, halt mehrfarbig. Und das ist zum Beispiel mit so einer Technik gemacht. Ja, das muss man üben, oder? Üben. Na gut, man braucht auf jeden Fall eine glatte Wand als Untergrund. Also man müsste spachteln können und halt, ja, ein bisschen kreativ sein. Ich wollte es nur mal zeigen. Also all das kriegt man hier. Ich meine, wir haben ja auch einige Fachhandwerker, die jetzt das Video sehen werden und die werden jetzt schmunzeln und werden sagen, kenne ich schon alles. Wer es noch nicht kennt, San Marco gibt es bei Farbenhofer in Saarlouis, Frau Lautern. Herbol, ja, das ist ein ganz großer Anbieter. Ja, Herbol ist eine richtige Traditionsmarke. Auch in Sachen Fassadenfarben, auch sehr innovativ. Die bringen immer wieder neue Sachen raus, die Fassaden entsprechend zu schützen. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Produkte. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass jeder Untergrund eine eigene Bearbeitung verlangt. Grundsätzlich. Dafür gibt es ja die Fachhandwerker. Die können das beurteilen, wie ist der Untergrund und welches Produkt ist das Ideale. Dazu stehen wir natürlich mit Rat und Tat natürlich immer parat, um die Produkte zu erklären. Wir machen Schulungen für die Fachhandwerker, insbesondere auch für die Auszubildenden im Malerhandwerk, auch für die Gesellen. Krass, was es alles gibt. Ihr habt ja unglaublich viel Ware hier vorrätig. Das heißt, also ihr dreht das Lager aber sehr, sehr oft, muss man dazu sagen. Die Lieferfähigkeit bei euch ist sehr hoch. Also wir arbeiten natürlich dran, komplett lieferfähig zu sein in Bezug auf unsere Mischanlagen, vor allen Dingen, dass Sachen, die
bis morgens 8 Uhr bestellt werden, sind bis mittags auf der Baustelle rund im Saarland. Ist also gar kein Problem. Das schaffen wir also mit Links. Schwierige Sachen heben wir uns immer für später auf. So, es gibt auch das Thema Schimmel. Da haben wir ein extra Video schon mal gemacht. Hier ist Fakulit. Ein tolles Produkt. Ja, eins der meistverkauften Produkte, die wir auch vorne im Laden dann an die Privatkunden verkaufen. Mhm. Ja, also wenn man den Schimmel halt auf der Oberfläche hat, gibt es dann halt zum Beispiel das FK12 hier, ja, in der Sprühflasche. Und das funktioniert gut? Das funktioniert gut. Also wir haben jetzt viele Kunden, die sagen, das Produkt ist top und das holen sie immer wieder. Ja. Ist nicht ganz billig, muss man sagen. Na gut, aber man will ja auch den Schimmel weghaben. Deshalb also. Recht. Man kann halt immer nur auf den Preis gehen, dann auf jeden Fall. Es muss halt auch was können. Deshalb. Ja, das stimmt. Ihr habt ja auch zufälligerweise auch Pinsel da. Storch ist Top-Hersteller? Storch ist ein spezialisierter Hersteller für alle Werkzeuge im Maler- und Verputzerbereich. Und wie Sie auch sehen, es gibt nicht nur eine Sorte Pinsel, sondern für jeden Anwendungsbereich natürlich immer Spezialpinsel, auch die ganzen Rollen immer. Das ist ganz, ganz wichtig, die richtige Rolle zu nehmen. Die richtige Rolle braucht man da. Und das ist alles immer wieder aufeinander abgestimmt. Okay, das heißt, im Grunde genommen ist das nochmal eine Wissenschaft für sich, aber auch hier kann ich jetzt Fragen stellen. Und kann sagen, hey, für welche Farbe, welche Rolle? Jetzt wird man lachen und wird sagen, hey, Rolle ist doch gleich Rolle. Aber ja, das stimmt auch nicht, oder? Nee, also man sieht hier auch diese Rollen. Hier ist eine zum Glück gerade offen. Augenblick, zeig mal gerade. Genau, ja, also umso hochfloriger diese Rollen immer sind, ja, umso besser sind die halt für rauere Untergründe, weil sich dann halt besser einen anschmiegen. Ja. Ne? Also wenn man einen rauen Untergrund hat, wenn man eine Raufaser streichen will, irgendwas, braucht man halt schon ein bisschen Flor, damit er halt auch in die verschiedenen Körnungen reingeht. Und stark sind natürlich auch die Rollen, die 50 bis 100 Haare pro Streichvorgang noch verlieren. Ja, die sieht man dann schön an der Wand. Also ich spreche nicht von Rollen, die ihr habt, sondern die soll es auch geben, oder? Na gut, es kann auch bei unseren vorkommen tatsächlich. Deshalb ist immer empfohlen, die am Anfang ein bisschen auszuwaschen oder halt einzuarbeiten. Ja, weil es kann immer mal passieren. Also die können ein paar verlieren und die verlieren sie direkt am Anfang. Aber jetzt nicht alle irgendwie oder irgendwas. Nee, das war nur Spaß. Ich wollte nur sagen, also das ist mir selber schon passiert. Und sollst du immer ein bisschen einarbeiten vorher. So, jetzt gehen wir mal kurz hier in den Gang. Den habe ich auch schon mal gesehen. Mein Gott, ihr habt ja unglaublich schon wieder San Marco. Ja, hier sind jetzt die Produkte von San Marco. San Marco sind ja spezialisierte Produkte für die Oberflächengestaltung. Das sieht man auch schön an den Musterplatten. Da sieht man es nämlich besser als hier in den Eimern. Ja, eine Musterplatte haben wir da. Um mal zu zeigen, weil anhand von den Gebinden kann man sich ja nichts so wirklich vorstellen. Flipflop. Ja, das ist ja zum Beispiel so ein, wie Sie gesagt haben, Flipflop-Effekt. Ja, jetzt nicht gespachtelt, hier ist einfach nur mit Schwarz vorgestrichen und dann eine Lasur drüber gezogen. Ja. Krass, bitte einmal kurz bewegen. Das changiert sich komplett von Blau zu Lila. Violett, Lila. Ja. Man kann diesen Effekt natürlich auch ein bisschen steuern, weil hier ist jetzt Schwarz unten drunter, mit dem kommt es am stärksten raus. Man kann natürlich aber auch Weiß drunter ziehen, um einen Permutt-Effekt zu erzielen oder halt andere Farbtöne. Ja. Krass. So, die Zeit drängt. Guck mal gerade hier rein, auch hier. Farben ohne Ende, Holz. Sickenslasuren. Die sind. Ich sag's mal gerade, das ist nicht nur ein bisschen. Es geht hier gängeweise durch. Komm, wir machen es kurz. Denn ich habe noch eine große Überraschung. Das war nur das Untergeschoss. Da oben gibt es das gleiche nochmal in Grün. Da hat der Tapeten liegen unter anderem. Die ganzen Maschinen sind da oben. Ganz, ganz viel. Also. Zusammenfassend vielleicht, egal was ihr sucht zum Thema Farben, Anstreichen und so weiter, findet ihr bei Farbenhofer. Hier darf natürlich der Fachmann kaufen, aber auch der Endkunde. Natürlich, natürlich. Der Fachmann kauft sowieso, er braucht es. Ne? Und der Endkunde bekommt hier die Beratung, die er braucht und natürlich auch die entsprechenden Produkte. Ist auch oft so, dass der Fachmann schickt den Endkunden hierher, das heißt der Maler zum Beispiel, und sagt, guckt euch mal da um, sucht euch das bitte aus. Das passiert recht oft, oder? Ja, recht oft. Also bei uns, bei den Privatkunden, oft hören wir dann, der und der Maler hat uns halt hierher geschickt. Wir wollten uns das mal anschauen, ob das jetzt eine Spachteltechnik ist, wie von San Marco, oder ob das jetzt einfach nur Tapeten sind, Fototapeten oder irgendwas in der Art. Ja. Wenn jetzt der Maler noch kein Kunde bei euch ist und ich habe das Video jetzt gesehen und spreche meinen Maler an und er sagt, ich bin aber bei der Firma XY, man kann den Maler auch bewegen, hier einzukaufen. Ne? Kann man auf jeden Fall, wird uns auch freuen. Ja. Klasse. Ja, wir sind wieder mal am Ende des Rundganges. Also wir könnten jetzt noch, komm, wir gehen noch einmal kurz herunter, ja, dass wir das einmal zeigen. Es hat nämlich gar kein Ende. Hier vorne ist noch, das sieht aus wie Silikon. Das ist Silikon. Silikon reihenweise. Reihenweise, ja. Acryl. Hier ist was? Spezialwerkzeuge für den Fachmann. Okay, krass.
Ich darf hier mal dahinter gucken. Das ist wie Weihnachten hier, wenn ich hier reingucke. Und jetzt guckt euch mal diesen Gang an und es geht noch weiter. Okay, wir machen die Abmoderation. Ich sehe schon, 1A müssen wir noch ganz kurz noch zeigen. So viel Zeit ist noch. 1A, ganz großer Hersteller. 1A kommt aus Hamburg, ne? Also ein deutscher Hersteller. Wir legen auch immer Wert drauf, dass wir halt eben von deutschen Herstellern die Produkte haben. Na. Auf jeden Fall. Ne? Wir müssen ja unsere Wirtschaft unterstützen. Nicht nur das, sondern ich meine, ihr habt seit 100 Jahren Erfahrung. Es gibt, ich sag mal, in Sachen Farben ist Deutschland weit vorne. Ja, eben. Die Standards in Deutschland sind deutlich höher als in allen anderen Ländern. Deswegen ist auch diese Produktvielfalt, die gibt es in Frankreich eigentlich gar nicht so oder in Spanien oder in England. Die haben nur zwei Farben. So, wir lassen das mal so stehen. Wir sind bei Farbenhofer. Wo ganz genau? Wo befinden wir uns hier? Ja, also wir sind jetzt hier in der Bahnhofstraße 5 in Fraulautern. Salut, Fraulautern. Und wir sind natürlich auch in Saarbrücken und in St. Wendel. Genau, da ist die Auswahl im Showroom nicht ganz so groß, muss man dazu sagen. Aber alle Produkte, die ihr hier gesehen habt, findet man auch in Saarbrücken und St. Wendel. Ja, natürlich. Es gibt überall das gleiche Produktprogramm. Aus der Showroom ist nicht der ganz Showroom so schön. Ist jetzt ganz so schön. Okay, das muss man dazu sagen. Ja. Ja, vielen Dank euch beiden. Die Öffnungszeiten vielleicht gerade noch die Woche über? Die Woche über 8 bis 18 Uhr und samstags haben wir eine Öffnungszeit von 8 bis 13 Uhr. Ja, man sollte gerade samstags, ist schon viel los, kommen viele Frauen, muss man sagen, mit ihren Töchtern vorbei. Na gut, also viele Frauen kommen auch oft, die sich dann halt Farbe aussuchen oder halt auch Tapeten aussuchen. Liebe Frauen, ihr seid ja auch wichtig, ja. Ich meine, ihr seid ja schließlich die Leute mit Herz und es sind oft die Frauen, die antreiben zur Renovierung, oder? Na gut, man sollte bei der Renovierung immer mit Herz dabei sein, sagen wir es mal so. Ja. Das lasse ich mal so stehen. Genau. Vielen Dank euch beiden. Tschüss. Tschüss.